Ja, herzlich willkommen zu dem Bienenvolk bei dem Firmensitz im Home Hive Tutorial. Wir sind jetzt heute bei der zweiten Durchsicht nach unserer Brutentnahme und zwar im weiteren 14-Tages-Rhythmus. Ihr seht, ich habe da immer noch die Honigräume drauf. Alle anderen Völker sind abgeerntet, nur dieses noch nicht. Das liegt einfach daran, dass das hier eben mein Firmensitzvolk ist, wo ich immer wieder die Waben von anderen Völkern zum Ausschlecken rein tue. Und dadurch hat sich jetzt hier halt nochmal so viel Honig angesammelt, dass ich immer hier noch zwei Honigräume drauf habe. Der untere komplett voll, der obere halb voll. Und das werden wir morgen dann noch abernten. Aber wenn wir jetzt nicht bald Gas geben, auch mit der Wintereinfütterung, dann wird es dieses Jahr nichts mehr. Was mich jetzt in der Sekunde viel mehr interessiert wie der Honig, ist tatsächlich die Bienengesundheit. Und da wollen wir doch heute noch mal ein bisschen genauer reingehen. Ja, so der Honigraum ist nach wie vor wirklich ein richtiger. Uiuiui. Echt schwer. Hui. Ja, da sind noch ein paar Kilos rauszuholen. Tja, ihr seht, jetzt im Spätherbst brauche ich, eigentlich ist es Frühherbst, da brauche ich dieses Wabengestell nicht mehr, weil es geht auch jetzt nicht mehr darum, komplett durchzugucken, sondern nur die Waben zu greifen, die auch für uns Imker wirklich relevant sind. Und das ist natürlich der Brutkern. Jetzt fürs Video möchte ich euch trotzdem auch nochmal alles zeigen. Das heißt, wir gehen dann mal schnell durch das Völkchen. Hier unten haben sie ja neue Waben gebaut. Und dann haben wir hier wahrscheinlich schon unseren Brutkern. Hier auch nochmal eine neue Wabe. So, und hier ist unser Brutkern. Und jetzt geht es halt wirklich darum, ganz genau zu sehen, ob unsere Bienen auch wirklich gesund sind oder ob wir noch weitere Behandlungen brauchen. So wie ich jetzt die Bienenmasse hier anschaue, Krüppelbienen sehe ich hier keine. Das Volk sieht auch für mich gesund aus, aber der erste Blick, der trübt hier etwas. Wenn ich nämlich jetzt mit meinem Auge speziell die Brutwaben angucke, dann kann ich da schon schlussfolgern, dass wir hier immer noch über der Rückstandsgrenzwert drüber sind. Da sind mir noch zu viele Zellen, ja, befallen. Die Frage ist jetzt halt, ob wir die restlichen Varroamilben, die da drin sind, so lange drin belassen können, bis die Bienen wieder brutfrei sind und wir dann mit der Oxalsäure drüber können. Oder ob dieser Grenzwert jetzt schon so überschritten ist, dass man eigentlich nochmal mit Ameisensäure vor dem Winter halt behandeln müsste. Also hier habe ich jetzt die erste Krüppelbiene erwischt. So sieht eine Biene aus, die dann diesen Milbenschaden bekommen hat. Und das ist jetzt auch genau das, wo ich jetzt speziell hingucke, auf Jungbienen, die Krüppelschaden haben. Und da nehme ich mir auch hin und wieder meine Bienchen und gucke mir die von der Unterseite ganz genau an. Okay, aber hier, also der größte Teil der Bienen ist hier total gesund. Und wie ich ja auch schon immer sagte in anderen Videos, nicht nur die Menge der Varroamilben ist ausschlaggebend, sondern eben auch die allgemeine Gesundheit von einem Bienenvolk. Also Beispiel, ein gesundes Bienenvolk mit allen anderen Faktoren gesegnet in der Gesundheit, das kann halt wesentlich mehr Milben ab, wie ein Volk, wo schon irgendwelche Schädigungen hat. Zum Beispiel einen anderen Virus oder noch eine Kalkbrut, Sackbrut etc. drin. Wenn die Bienen noch durch Faktorenkrankheiten gepeinigt werden, dann kommt noch die Varroa, wird es ganz, ganz übel. Aber jetzt speziell auf dieses Volk gemünzt, natürlich ist da immer noch Varroa drin, ne? Und vielleicht kann ich jetzt auch gleich das in den letzten Kommentar so ein bisschen reinbringen. Da hat nämlich einer geschrieben auf das letzte Video hier von dem Homehive, dass es ja also hoffentlich ausreichend ist mit der doppelten Brutentnahme.
Und das habe ich auch schon öfters gesagt, ja, es ist ausreichend, eine doppelte Brutentnahme, wenn denn wirklich alles gut läuft. Und wenn denn in der Nähe nicht noch irgendwelche anderen Völker gerade verkrüppeln, wo dann dieses Thema Reinvasion ganz schnell wieder in die Völker reinkommt. Jetzt in meinem Fall muss ich sagen, dass die Brutentnahme, so wie ich sie geplant habe, dieses Jahr bei so gut wie keinem Bienenvolk so hundertprozentig genial funktioniert hat, weil wir genau in der Zeit, wo ich die Königin hinten reingesetzt habe, in diesen Schacht für die Brutentnahme, genau dann ist dieses Dürrewetter bei uns gewesen und es hat einfach, also der Pollen ist komplett zum Erliegen gekommen. Die Bienen haben ganz langen Zeitraum hier gar keinen Pollen mehr eingesammelt und ergo ist die Brut so weit runtergegangen, dass wir dann halt, mit unserer Brutentnahme nicht diesen Erfolg hatten, wie es eigentlich aussehen sollte. Nämlich wirklich, ja, im ersten Rhythmus zwei volle Brutwaben raus, im zweiten Rhythmus zwei volle Brutwaben raus. Bei ganz vielen Völkern war dieses Jahr entweder gar keine Wabe raus oder nur ein oder zwei, also um 50% eingeschränkt. Hier sieht man zum Beispiel die Milben noch direkt auf der Milbe drauf. Ich habe jetzt hier meinen Finger gerade ein bisschen mit Spucke nass gemacht und dann runtergedrückt auf die Biene drauf und dann klebt die Milbe hier drauf auf der Spucke. Wenn ihr Milben auf euren Bienen seht, ist das immer ein ganz, ganz gefährliches Zeichen. Hier auch. Auch diese Biene hat zwei Milben in ihrem Schuppen hinten drin, ein Panzerring. Ich erkenne übrigens die Bienen, die Milbenprobleme haben, relativ schnell und zwar nicht an der Milbe, sondern an ihrem Verhalten, so wie sie laufen. Da haben wir hier zum Beispiel eine Krüppelbiene, die habe ich jetzt nicht erkannt, weil die Flügel fehlen, sondern ich habe sie erkannt, weil die sich komplett komisch im Vergleich zu einer gesunden Biene gerade verhalten hat. Die ist da auf der Wabe rumgeeiert, wie sie es eigentlich nicht sollte. Und da ist doch einiges drauf. Da waren es auf der Krüppelbiene, waren es gleich mal drei Milben drauf. Die verstecken sich halt ganz schnell unter einen Panzerring. So, auch die Biene hier läuft ein bisschen komisch, die gucken wir uns auch mal genauer an. Milbe sehe ich jetzt hier keine. Also das, was ich jetzt schon gesehen habe an Varroamilben, das reicht aus, um ganz sicher sagen zu können, ja, hier auch, ne? Also da war auch wieder eine Milbe auf einer Jungbiene drauf und auf der erwachsenen Biene nebendran auch. Das reicht aus, um jetzt schon sagen zu können, ja, wenn wir alles gut gemacht hätten mit der Brutentnahme, wenn die Bienen uns da volle Brutwaben beschert hätten, hätte es ausgereicht. Und selbst wenn die Bienen mir hier keine Brut bei der Brutentnahme gemacht hätten, hätte bei diesem Bienenvolk, wenn die Honigräume nicht drauf gewesen wären, die Milchsäure eine hundertprozentige Ergänzung zu der Brutentnahme machen können. Nur blöd gelaufen dieses Jahr. Ich habe hier zwei fette Honigräume drauf gehabt, währenddessen die Brutentnahme gemacht, plus dann dieses Wetter mitgemacht, wo einfach kein Pollen mehr reinkam. Das heißt, die Brutentnahme ging schief, mit Milchsäure konnte ich nicht behandeln. Trotzdem haben wir hier die meisten Varroamilben draußen, das ist ganz klar. Und ich würde auch jetzt hier definitiv meine Hand ins Feuer legen, dass dieses Bienenvolk nicht wirklich ein Problem hat mit Milben, auch wenn es ja noch zu viele sind. Was ich auf jeden Fall nachher mache, ich lege da die Windel rein und dann muss das Volk definitiv so schnell wie es geht abgeerntet werden. Weil wenn ich sie abernte, kann ich danach mit der Ameisensäure reingehen. Noch eine weitere Brutentnahme können wir uns bei dem Volk nicht rausnehmen. Das ist schon zu spät im Jahr. Ja genau, stopp da. Ich wollte euch was zeigen hier mit der Pinzette. Und ich weiß jetzt gar nicht, was ich gesagt habe. Ich wiederhole es einfach nochmal. Also ich empfehle für jeden Hobbyimker nur über die Windel die Milben zu zählen und das nicht so zu machen wie ich. Ich würde es aber mal sagen, wenn man als Imker wirklich jahrzehntelang diesen Beruf macht und da meine ich nicht einmal das Wochenende zum Bienen, sondern wirklich eine tagtägliche Arbeit mit den Honigbienen, dann hat man einen anderen Blick dazu. Und dann kann man eben auch, so wie ich jetzt, direkt die Windeldiagnose, also sprich über die Augen machen, nicht über die Windel an sich, sondern wir gucken direkt auf unsere Bienen, gucken uns die Krüppelbienen an, gucken uns das Verhältnis zwischen Jungbienen und Altbienen an. Und letzten Endes haben wir noch das da hier, unsere Pinzette. Und mit der Pinzette können wir jede Verdachtszelle öffnen. Jetzt gucken wir uns doch mal an. Hier haben wir jetzt eine abgestorbene Biene drin.
Na nee, sie kommt noch raus, aber sie hat ihren Rüssel da so komisch rausgesteckt. Mit der würde ich mal sagen, stimmt was nicht so ganz. Und ja, die hat Milben im Panzer. Also das ist eine absolute Krüppelbiene. Dann haben wir hier einen Schaden. Das sieht für mich nach Wachsmotte aus und nicht nach Varroa. Deswegen fummel ich da jetzt nicht länger rum. Aber das da hier könnte jetzt wieder Varroa sein. Schau mal. Ne, war auch die Wachsmotte. Das da hier aber. Hier, schaut mal, das ist ja eine Puppe. Die hat schon hier eine Augenfärbung. Die sollte ja längst verdeckelt sein, ist aber offen. Warum ist sie offen? Weil die Bienen was drunter gefunden haben. Milbe habe ich jetzt hier nicht drauf gesehen. Und jetzt gucken wir mal hier in die Zelle rein. Wenn in der Zelle an der Seite so viele kleine weißen Pünktchen sind oder auch die Varroa da rumrennen, dann wissen wir sicher. Aber Varroa sehe ich jetzt hier nicht. Okay, machen wir nochmal ein paar Zellen auf. Also auch hier haben wir ganz klare Bissspuren von den Tieren drin. Haben sie mal in die Zelle reingepickt, um da reinzugucken, was da Sache ist. Sah sauber aus, aber... Okay, also es ist jetzt nicht ganz so übel. Ich werde mir jetzt auch sparen, da mehr aufzumachen, weil ich weiß sowieso, wir müssen nochmal mit Ameisensäure nachlegen. Ansonsten wird es nichts. Wahrscheinlich ein-, zweimal Ameisensäure nochmal drüber. Aber erst nachdem wir den Honig rausgenommen haben. Gebaut haben sie hier auf jeden Fall mal schön. Also... Auch übrigens, ich weiß, dass diese doppelte Brutentnahme ganz alleinig ohne weitere medikamentöse Behandlung funktioniert. Ich habe das schon oft gemacht, aber tatsächlich ist immer das Jahr nochmal so ausschlaggebend und vor allen Dingen die Bienendichte. Also je mehr Fremdbienen da in der Umgebung sind, desto schwieriger wird das ganze Ding. So, und ja, falls ihr es nicht erwähnt habt, hätte ich mit der Brutentnahme parallel die Milchsäure gesprüht, hätte ich mir jetzt die Ameisensäure komplett sparen können. Und es war halt nicht machbar wegen dem Honigraum hier oben drauf. So. Trotzdem, sei es drum. Wir machen morgen die Honigernte. Und dann würde ich sagen, machen wir danach gleich die Ameisensäurebehandlung. Und das werde ich euch nochmal speziell auf ein anderes Video dann legen. Ups, die Kiste ist gar nicht zu, hier sehe ich gerade. Okay, Pizza an. Upsala, der Stift muss auch mit. So, wir haben ja noch September, die Behandlung haben wir heute nicht gemacht, Futter kommt bald, Honigernte kann ich schon mal ein Haar eintragen, weil wir werden auf jeden Fall Honig ernten jetzt morgen, Verhalten war gut, die Gesundheit lasse ich offen, weil ich habe zu viel Milben drauf gesehen, das heißt ein Plus kann ich hier nicht geben, aber die Entwicklung war bombastisch, die haben weiterhin gebaut, war auch super, Honig haben sie gut drin, jetzt mache ich da noch ein Haar für Honigernte und wie immer bei diesem Bienenvolk, es zieht sich quer durch die Bank, das ist halt einfach kein Propolisvolk, die haben da jetzt schon wieder ein Minus bekommen. Um zusammenzufassen, zweite Durchsicht nach der doppelten Brutentnahme. Bei der ersten Durchsicht nach der Brutentnahme konnte man die Varroa noch gar nicht wirklich so sehen, weil da einfach noch viel zu wenig Jungbienen nachgekommen sind. Jetzt bei der zweiten Durchsicht nach der Brutentnahme, also sprich einen Monat, nachdem sich die Bienen wieder, also ihre junge Brut ausbrüten konnten, ohne dass ich das rausnehme, 4 Wochen später sehen wir jetzt wieder sozusagen die
Varroa-Schäden von den verbliebenen restlichen wenigen Varroa-Milben, die da halt wieder ins Brutnest reingegangen sind. Jetzt in der Sekunde kann man sagen, das Bienenvolk steht komplett stabil dran. Mit oder ohne Varroa spielt es erstmal da keine Rolle. Auf die Zukunft gemünzt, wenn man sich jetzt die Varroa-Entwicklung anschaut, das wird noch heftig. Ne? Also wenn man jetzt bei dem Volk nicht behandelt, kann ich garantieren, es wird ein Krüppelvolk. Wenn wir jetzt aber da ein- bis zweimal nochmal einen Lappen drauflegen mit der Ameisensäure, dann soll das Thema gegessen sein. Und was ich jetzt vielleicht auch euch mache, ist die Windel hier vorstellen. Da, wo ist jetzt der Stift schon wieder? Hier. Da gibt es einen kleinen Trick bei der Windel. Und zwar machen wir hier ein paar Streifen drauf. Also ich mache die Windel jetzt auch nur, um euch das eigentlich zu zeigen, wie das halt funktioniert. So, nochmal einen Strich. Und jetzt unterteilen wir das ganze Ding nochmal. Wir hier in die Breite von den Windeln im Allgemeinen. Wie kriegt man da raus? Ja, passt doch. So. Also natürlich könnt ihr jetzt noch mehr Quadrate und so weiter dahin zeichnen. Das ist eigentlich nur, damit euer Auge das auch gut lesen kann, die Milben, die jetzt da runterbollern. So. Also im Juli... Übrigens sagt ja das Bienenzuzelle, wenn es unter 10 Milben sind im Juli, sollte man alsbald behandeln. Und mit den Parametern der regenerativen Bienenhaltung habe ich auch so schriftlich euch festgesetzt, wenn eure Brutentnahme durch ist und eure Behandlung, also mit oder ohne jetzt weitere Mittel einzusetzen, wie Ameisensäure oder die Milchsäure, also wenn ihr da durch seid mit diesem doppelten Bannwarmverfahren, dann darf da unten drunter keine Milbe pro Tag sein. Also eine Milbe pro Tag nach der Brutentnahme, das ist einfach zu viel. Wenn es jetzt, keine Ahnung, 2 Milben in 5 Tagen sind, das ist noch okay, aber eine Milbe pro Tag ist definitiv zu viel. Das heißt, wir müssen gucken, dass dieses Bienenvolk runtergebrochen wird auf unter eine Milbe pro Tag. Wir haben jetzt gesagt, wir machen morgen, übermorgen, Mittwoch dann die Ameisensäurebehandlung, je nachdem wie auch das Wetter jetzt wird die Tage. Anbrennen tut bei dem Volk jetzt nichts, aber wenn man so einen Fall selber hat zu Hause, dann wirklich dran denken, die nächsten Tage behandeln. Milchsäure geht nicht mehr, die Varroa ist schon wieder in der Brut drin. Oxalsäure geht auch nicht, Varroa ist in der Brut, die zwei Mittel wirken nur im brutfreien Zustand und übrig bleibt dann nur noch die Ameisensäure. Genau, und da machen wir jetzt dann ein gesonderes Video, wenn die Tage nochmal hier schöner werden bei uns in Karlsruhe. So, jetzt für dieses Video würde ich sagen, ist rum. Und wir sehen uns ja hier so wieder beim nächsten Video. Wie gesagt, da kommen jetzt zwei Zwischenvideos, die Honigernte zwischendrin, die Varroa-Behandlung zwischendrin und in 14 Tagen aber die ganz reguläre weitere Durchsicht von dem Volk. Bis dann, schönen Sonntag euch, ciao.